einfach. Wo sind wir hier? Warm. Ist das ein Schrank? Das stimmt. Sieht aus wie der Windfang im Haus hohe Bubble tatsächlich. Ja. Aber nur größer. Gucken, was geht los? Das sind schon die ersten drei. Anke ist schon dabei. Johannes Siebler. Und sogar die Künstlerin unserer Cartoons, die wir dann gleich noch zeigen. Das freut uns. Also, herzlich Hallo. Willkommen zum fünften Kulturöffner. Ich habe nachgezählt. Fünfter Kulturöffner der Klassikstiftung Weimar. Wir öffnen euch Türen hinter, vor Dingen, die sonst nicht zu sehen sind. Und wir sind heute hier nicht in einem Schrank, sondern in dem Portal zum Nietzsche-Archiv. Das Nietzsche-Archiv gehört auch zur Klassikstiftung Weimar und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute hier ein paar Türen, die sonst vielleicht verschlossen sind und ja, Türen, die man nicht so gut sehen kann. Genau. Es ist nämlich 18 Uhr. Wir haben uns extra nach hinten bewegt, damit uns mehr Leute zuschauen können. Das führt aber dazu, dass es dunkel ist. Deswegen machen wir jetzt technisch aufwendig die Tür sichtbar, hinter der wir uns verstecken. So, wie switche ich jetzt hier die Kamera? Da. Nochmal. Los geht's. Genau, wir stehen nicht vor der Tür. Wir haben die Tür sozusagen geöffnet, aber eigentlich stehen wir genau richtig. Denn diese Tür kann man tatsächlich auch nur von innen öffnen. Wenn man davor steht, ist diese Tür nämlich nicht zu öffnen. Das ist das große Portal, das Eingangsportal hier zum Nietzsche-Archiv. Und das hat damit tatsächlich so einen Tempelcharakter, in dem man nämlich hier wirklich von außen gar nicht hineinkommt, sondern die Besitzerin dieses Archivs, Elisabeth Förster Nietzsche, zu der hört ihr gleich noch was, die hat sozusagen hier die Macht, von innen diese Tür zu öffnen und ihr Publikum, ihre Gäste hereinzulassen und dann wirklich wie die Hüterin dieses Archivs zu wirken. Das Gebäude heißt heute auch noch Nietzsche Archiv, ist aber ein bisschen irritierend, weil das eigentlich gar kein oder gar nicht als Archiv genutzt wird, sondern ein Museum ist. Und nicht nur ein Museum, das werden wir auch noch sehen, die Sachen von Nietzsche selber liegen heute im Goethe- und Schiller-Archiv. Jetzt aber noch zu dieser Tür, denn wir öffnen euch ja Türen. Und diese Tür ist wirklich ein ganz besonderes Schmuckstück. Das Gebäude selber und ganz viele der Möbel und dieser Details sind von dem belgischen Architekten und Designer Henri van de Velde entworfen worden. Und was man hier besonders gut erkennen kann, ist wirklich, wie gut diese Sachen gearbeitet sind. Und Juliane Hupka, die war Volontärin bei uns in der Bauabteilung, die hat sich hier mit der Restaurierung beschäftigt und die sagt, dass man hier an diesen ganzen Elementen wirklich nochmal sehen kann, wie gut Henri van de Velde auch mit den örtlichen Handwerkern zusammengearbeitet hat. Also hier schon diese Idee, eine tolle Form, aber mit einer tollen Funktion und mit ganz tollen Künstlern und Handwerkern sowas zusammen zu machen. Genau, diese Tür schließen wir jetzt, damit sozusagen von außen keiner mehr reinkommt. Und wir gehen hier durch die nächste Tür in diesem Portal. Und ich bin hier mit dem Handy dabei, damit ihr ein bisschen mehr seht. Und auch hier seht ihr wirklich, wie alles hier im wahrsten Sinne durchdesignt ist. Und ein besonderes Highlight dieses Designs möchte ich euch noch zeigen. Und das die Taschenlampe irritiert. Die wieder ausmachen. Das sind hier diese Schirmständer. Die sind ganz besonders, die sehen relativ einfach aus. Erstmal muss man wissen, wofür sie überhaupt gedacht sind. Wenn man dann hier bei Regenwetter in dieses Archiv kommt mit diesem Schirm, erstmal hängt man seine Jacken an diese tollen Haken, die auch von Henri van de Velde designt worden sind. Und dann hat dieser Schirmständer also ganz besondere Funktion, indem man nämlich hier, und jetzt musst du ganz genau hier rankommen, den Schirm hier. Du stehst ein bisschen im Licht. Wir machen das nochmal. So, wir würden den rausnehmen. Und dann fällt er nicht mehr weg. Und fest. Genau. Und diese Technik hat sich also hier Henri van de Velde ausgedacht. Dieser, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher rankommen, ist tatsächlich noch ein originaler Schirmständer hier im Vergleich zu den
im Vergleich zu den nachgebauten. Und es war gar nicht so leicht, diese Dinge hier nachzubauen, denn es gibt kaum noch Menschen, die diese Technik beherrschen. Also der Berufszweig, habe ich gelernt, heißt Gürtler, also Metalldrücker. Und da gibt es tatsächlich einfach sehr, sehr wenig Leute, die noch so eine relativ einfach aussehende, aber sehr kompliziert herzustellende Technik noch anwenden können. Und man sieht hier wirklich wieder diese Idee, gutes Design mit einer praktischen Funktion zu verbinden. Und dafür steht Henry van de Velde eigentlich. Ihr dürft natürlich wie immer Fragen stellen. Das ist die Idee unseres Live-Formates. Vielleicht zeigst du oben diese Lampe nochmal, die auch wunderbar ist. Und dann gehen wir jetzt hier durch die Ausstellung durch. Wir sind ja derzeit in der Situation, dass die Museen wieder geschlossen haben. Deswegen könnten wir euch eigentlich alles zeigen, um zu sagen, das ist derzeit nicht zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass es im Dezember hier wieder weitergeht. In diesem Raum gibt es eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Archivs und zum Kult um Nietzsche. Und das guckt ihr euch am besten an, wenn das Haus hier wieder geöffnet ist. Oder ihr nutzt unsere App. Auch da gibt es natürlich Informationen zu Nietzsche. Jetzt zeigen wir euch aber ein Zimmer, welches... Hier fragt jemand, ob es regnet. Es regnet nicht, aber wir haben den Schirm zu Demonstrationszwecken dabei. Genau. Und jetzt zeigen wir euch einen Raum, der tatsächlich noch nicht zu besichtigen war, weil der unter Corona-Bedingungen noch nicht geöffnet werden konnte. Und da sitzt auch jemand. Und wir freuen uns, dass wir hier keinen Gast haben, eine Person, die eigentlich hierher gehört. Das ist Corinna Schubert. Hallo. Herzlich willkommen. Und Corinna arbeitet bei der Klassikstiftung im Kolleg Friedrich Nietzsche. Kannst du uns kurz sagen, was du hier machst, beziehungsweise was das Kolleg Friedrich Nietzsche macht? Ja, also das Kolleg Friedrich Nietzsche, das versteht sich als Ort des freien Denkens und der eigensinnigen, vielleicht auch provokanten Reflexionen. Also im besten Sinne ein Ort des freien Denks für freie Geister, also Nietzsches. Und wir haben ein Fellowship-Programm. Meine Aufgabe ist es vor allem, die Fellows zu betreuen. Und wir machen auch viele Veranstaltungen, das sind vor allem Diskussionsabende, Vorträge zu verschiedenen Themen. Und wir versuchen also vor allem philosophische Themen der Gegenwart zu behandeln und zu diskutieren. Zum Thema Philosophie kommen wir dann ja auch gleich nochmal. Aber wir sind jetzt hier in einem Raum, der sonst leider noch nicht sichtbar gewesen ist bisher für Besucherinnen und Besucher aufgrund der Hygienevorschriften. Aber du hast ja hier an diesem Raum mitgearbeitet. Was ist die Idee dieses Raumes? Ja, also hier sollen die Besucher und Besucherinnen zu den Büchern greifen. Das sind vor allem Werke Nietzsches in ganz verschiedenen Sprachen und sollen hier einfach lesen können und sich mit dem Werk von Nietzsche und seinem Denken auseinandersetzen. Das ist ja auch eine gute Idee. Der Raum war ja vorher, glaube ich, nur ein Lagerraum und ist jetzt eigentlich... ganz neu erschlossen. Genau, ganz neu erschlossen und total schön und gemütlich. Also wenn man in Weimar ist, sollte man sich sozusagen diesen Raum mal anschauen und hier zum Lesen kommen. Und ich habe hier noch was neben mir, eine digitale Anwendung. Auch dafür warst du verantwortlich hier. Kannst du kurz sagen, hier sehen wir ganz viele Personen. Was sind das für Personen? Ja, das sind alles Besucher und Besucherinnen, die hier im Nietzsche-Archiv, vor allem zur Zeit, in der Elisabeth Nietzsche hier gewirkt hat, ein- und ausgegangen sind. Also ich habe mich mit den Personen beschäftigt und auch die Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben. Das waren Lesungen und Konzerte, aber auch Kaffeekränzchen samstagnachmittags. Also ein sehr bunter Haufen, der sich hier getroffen hat. Und ganz spannende Figuren, also jenseits der großen Namen wie Thomas Mann oder wie Edvard Munch, natürlich auch Hitler, habe ich hier ein Personenfeld erschlossen, das sich eben mit Beta von Salis, mit Else Lasker Schüler oder den, hier ist zum Beispiel... Mach mal eins an. Das ist Else Lasker Schüler, genau, die hier auch zwar nur einmal da war, ist die, aber hier. Da cool. Gibt es ganz spannende Geschichten zu erzählen. Wir haben ja dann auch eine Übersicht über die Veranstaltungen, über... ein Konzert. Und das kann man aber nur hier angucken? Das kann man nur hier anschauen, genau. Also man muss hier vor Ort kommen, sich auch Zeit mitbringen und sich dann einfach mal vertiefen. Dann hoffen wir tatsächlich, dass das bald wieder möglich ist. Also zum einen natürlich, dass das Archiv wieder öffnen kann als Museum und dass dann auch irgendwann dieser Raum zugänglich ist, der eben im Moment zu klein ist
um hier mehr als zwei Personen eigentlich reinzulassen. Kann man nur alleine drin lesen, nachher mal. Genau. Ja. Ja, vielen Dank, Corinna. Du hast auch gerade hier noch ein Buch von Nietzsche. War da was Spannendes drin zu lesen? Ja, also ich habe hier die Genealogie der Moral und Jenseits von Gut und Böse. Und, ich setze mich mal neben dich. Ja, hätte euch noch ein Zitat ans Herz gelegt. Um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, tut eins vor allem Not, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht moderner Mensch sein muss, das Wiederkäuen. Ein sehr schönes Zitat für dieses Lesekabinett und auch als Idee sozusagen für Lektüren für eigene auch ein Stück weit. Auch jetzt gerade haben viele Leute wieder viel Zeit. Also vielen Dank für den Einblick, vielen Dank hier für den Blick ins Zimmer. Und ihr seht also, bei uns arbeiten ganz viele verschiedene Menschen, viele junge Leute. Wir sehen dann gleich noch eine weitere Person. Vorher zeigen wir euch aber noch kurz was hier in diesen Museumsräumen. Hier in diesem Anbau, in diesem, wie sagt man dazu, Wintergarten, haben wir derzeit eine kleine Ausstellung, die man jetzt eben auch nicht sehen kann. Und ich habe gesehen, die Künstlerin hat sich eingeschaltet bei Instagram, vielleicht ist sie noch dabei. Und zwar ist das Fasiritabar aus dem Iran und die hat Cartoons gemacht zu Nietzsche. Und das Besondere, die Cartoons gibt es hier auch als Postkarte. Und die Postkarten gibt es heute bei unserem Gewinnspiel mit noch ein, zwei anderen Publikationen zu gewinnen. Aber das müsst ihr dranbleiben, wenn ihr wirklich was gewinnen wollt. Und ihr solltet auch jetzt dranbleiben, denn ich übernehme jetzt die Kamera. Und ich führe diesen geilen Saal, das hat gerade jemand gesagt. Das war der Salon, den Elisabeth Förster Nietzsche hat einrichten lassen. Die hat sich nämlich so auf der Hälfte ihres Lebens frisch verwitwet, sich überlegt, naja gut, mein krass antisemitischer Mann ist jetzt tot und unsere arische Siedlung oder Kolonie in Paraguay, die hat auch nicht funktioniert. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und dann hat sie sich gedacht, das wäre doch ein Jammer, wenn ich diesen Bruder, der hier so viel Geld einspielt, einfach in Naumburg sitzen lasse. Lass doch da mal ein Business draus machen. Au. Elisabeth Förster Nietzsche war nicht gebildet, aber die war schlau. Und die hat sich quasi zur Herrscherin oder zur Herrin dieses Archivs gemacht, hat ganz viele interessante Leute hier in diesen Salon geholt. Unter anderem aber auch die wenigen Menschen, die Nietzsches Handschrift lesen konnten. Und wir haben ein Beispiel da vorne, ihr könnt es kurz probieren. So sieht Nietzsches Handschrift aus. Also wer hier was erkennen kann, darf gerne posten, was ihr hier lesen könnt. Ich kann es leider nicht lesen. Es wird aber auch nicht so lange gezeigt. Und diese Handschriften hat sie in einem Tresor aufbewahrt. Eigentlich ist das ganze Haus ein Tresor. Wir haben es schon gemerkt bei der Tür. Man kommt nur rein, wenn man erwartet wird. Hier gibt es einen Tresor, der Handschriften beherbergt hat. Wir können den nur leider nicht öffnen. Wir haben es gerade probiert. Wir haben es lange probiert. Wir hatten die Schlüssel, aber wie hat Helmut gesagt, wir sind die Kulturöffner und nicht die Türzerstörer oder so. Genau, wir wollten jetzt nicht hier Van de Veldes Möbel irgendwie kaputt machen. Wäre es gewesen, vielleicht in einer späteren Folge öffnen wir nochmal diesen Tresor. Elisabeth Förster Nietzsche hat aber hier ein ganz modernes Zimmer einrichten lassen von Van de Velde. Also ihr seht, es ist ein Gesamtkunstwerk. Die haben sogar ein eigenes Label für Nietzsche gemacht, hier dieses große N. Vielleicht haben das einige von euch auch im Laufe des Jahres in Weimar und eigentlich in ganz Deutschland schon gesehen, weil das ja auch hier zu Werbezwecken genutzt wurde. Ne? In der Tradition quasi. Wir nehmen euch jetzt mal mit nach oben. Dort sah es nämlich ganz anders aus. Gibt's eine Frage? Ja, Sophia schreibt auch schade, weil der Tresor nicht zu sehen ist. Ja, wir haben alle alles in Bewegung gesetzt. Kirsten ist auch noch ganz traurig, dass uns das nicht gelungen ist. Aber wir haben hier dafür andere Sachen zu zeigen. Wir haben noch Dinge aufgetan. Und jetzt kommen wir ja tatsächlich in einen Bereich des Hauses, der
beleuchtet werden kann und der sonst nicht zugänglich ist, Kirsten. Wo kommen wir denn jetzt hin? Der sieht nicht mehr so aus wie früher. Bis 1945 oder so war das noch eine Gedenkstätte. Das heißt, es war nie ein Archiv. Es war immer eigentlich ein Ort, an dem man Nietzsche gehuldigt hat, weil die 3 Jahre, die er hier noch gelebt hat, war er quasi im Dämmerzustand. Es müsste eigentlich betreutes Wohnen hier dran stehen statt Archiv. Wir gehen jetzt in den Bereich, wo Elisabeth Förster Nietzsches Wohnzimmer war. Das sieht jetzt nicht mehr so spießbürgerlich aus wie damals, aber es ist in gewisser Weise noch historisch gestaltet und wir treffen dort den heutigen Leiter des Nietzsche-Archivs. Des Kollegs Friedrich Nietzsche. Korrekt. Dann gehen wir mal hier rein. Auch er sitzt hier ganz zufällig. Ja, so ein Zufall. Hallo Helmut. Hallo. Und er sitzt auf ganz besonderen Möbeln. Was sind denn das für Möbel hier? Genau, das sind Biedermeier-Möbel, die ich vor 1,5 Jahren geschenkt bekommen habe von Julia Rosenthal. Und das ist die Enkeltochter von Oskar Levy. Oskar Levy, von dem habe ich hier gerade ein Buch. Oskar Levy, das 19. Jahrhundert. Ein deutscher Jude, Immigrant, der großer Nietzsche-Fan gewesen ist, begeisterter Nietzsche-Leser und die ersten englischsprachigen Nietzsche-Übersetzungen gemacht hat. Der hat sich auf diesem Wege zwischen alle Stühle gesetzt. In Großbritannien wollte man mit Nietzsche erst recht während des Ersten Weltkriegs nichts mehr anfangen. Der galt als deutscher Kriegstreiber und Oskar Levy hat sich furchtbar unbeliebt gemacht. Aber auch in Deutschland, er ist quasi ein intellektueller Gegenspieler von Elisabeth Förster Nietzsche. Das ist ja dann geschickt, dass seine Möbel genau in ihrem Wohnzimmer stehen. Genau, eine wundervolle Subversion, dass wir diese historischen Möbel, die halt Oskar Levy gehört haben, jetzt hier mitten in Elisabeths Wohnzimmer haben, sodass wir einerseits die deutsche nationale Antisemitin und den international kosmopolitischen jüdischen Nietzsche-Fan beieinander haben. Ja, hier sagt jemand, sehr coole Dramaturgie, dass sich das sozusagen so entwickelt hat und die Möbel hier stehen und du siehst sehr gut aus auf der Garnitur, wird hier gesagt. Das freut mich. Ein schöner Twist. Du bist ja Philosoph. Ja. Was macht ein Philosoph heute? Ein Philosoph heute... Also es ist dann ein bisschen prätentiös vielleicht, aber ich versuche gemeinsam mit den Stipendiaten, die wir hier haben und anderen Menschen, zu Antworten zu kommen oder mindestens Fragen zu vertiefen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir Zukunft gestalten? Wie kommt der Mensch zur Vernunft? Was sollen wir tun, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen? Dinge dieser Art. Und das sind Fragen, die wir ausgehend von Nietzsche verfolgen. Nicht unbedingt, also wir machen auch Nietzsche-Forschung, aber es geht jetzt nicht immer nur um Nietzsche selber, sondern Nietzsche ist für uns häufig ein Inspirationsquell oder auch ein Abgrenzungspunkt, um von da ausgehend dann zu solchen Themen zu kommen. Also die richtig tiefen Fragen der Gegenwart, die werden hier verhandelt quasi? Genau. Genau, also meistens im wirklichen Leben sucht man sich dann eine ganz kleine Baustelle raus und vertieft dann die. Also unsere Stipendiatinnen sitzen an Doktorarbeiten zum Beispiel, die natürlich häufig dann etwas speziellere Probleme behandeln. Aber der Spirit ist schon, zu versuchen, diesen Ort als einen Raum für freie Geister zu nutzen und Grundfragen der Menschheit anzugehen. Ja. Schlecht. Vielen Dank. Ihr seht hier auch nochmal das N, was wir unten gezeigt haben. Das war vom Nietzsche-Parcours, den es dieses Jahr gab. Aber das Thema Nietzsche wird auch in den folgenden Jahren nochmal. Genau. Also in diesem Jahr hätten wir eigentlich, wenn das nicht Corona-bedingt mehr oder minder ausgefallen wäre, Nietzsche zentral zum Schwerpunkt unserer Aktivitäten in der Klassikstiftung insgesamt gemacht. Aber in der einen oder anderen Form bleibt er natürlich Thema auch in Zukunft. Genau, und man kann ja auch nicht nur hier im Nietzsche-Archiv etwas über Nietzsche erfahren, sondern ja auch im Museum Neues Weimar zum Beispiel. Auch da geht es um Nietzsche. Genau. Danke, Helmut. Sehr gerne. Wir gehen jetzt zum nächsten dramaturgischen Höhepunkt, dem Sterbezimmer Nietzsches. Ich habe ja schon gesagt, er hat nur 3 Jahre hier gelebt und dann ist er hier verstorben. Ich habe gelesen, man weiß gar nicht, ob er jemals sozusagen dann diese Etage hier verlassen hat, weil er ja sozusagen schon völlig krank
hierher gekommen ist. Die Elisabeth hat ihn sozusagen hierher geholt, hat alle Umbaumaßnahmen vorher gemacht, damit er nicht sozusagen geschädigt wird durch Lärm. Aber er durfte dann so gezeigt werden. In seinem Wohnzimmer war er wohl mal, also da, wo wir eben waren, und eben in seinem Schlafzimmer. Ich habe aber vorher noch Fotos mitgebracht, wie das eigentlich mal aussah hinter dieser Tür. Und zwar, das ist so aus den 1926er Jahren. Also ihr seht da überall so Kränze, das war richtig so eine Wallfahrtsstätte. Da sind Nietzsche-Fans aus der ganzen Welt gekommen und wollten halt den Ort, wo er gestorben ist. Dann in den 50ern sieht das so ein bisschen karger aus, dann hat man nur noch die Möbel, auf denen er quasi gelegen hat, also dieses Bett und einen Stuhl, dann ist schon viel von dem ganzen Dekor weg. Und jetzt machen wir mal die Tür auf und schauen mal, wie das heute aussieht. Also hinter dieser Tür befindet sich Nietzsches Sterbezimmer. Wir brauchen und Tor. Ihr seid live dabei. Los geht's. Da geht uns das Licht aus und da ist es. Das haben wir uns schon so gedacht, vielleicht sind einige enttäuscht. Hier haben ja Umbaumaßnahmen stattgefunden, hier sind jetzt die Wohnungen der Fellows. Aber in den nächsten Jahren, also auch dahinter ist jetzt nicht das Sterbezimmer, in den nächsten Jahren wird hier eine digitale Anwendung entwickelt werden, mit der man virtuell quasi dieses Zimmer und die Objekte darin sich wieder anschauen kann. Und nicht erst in ein paar Jahren, sondern das soll im Januar oder Anfang des Jahres, sollen wir sagen, nicht im Januar, sondern Anfang des Jahres, soll es schon fertig sein. Kann man hier durch die Wand. Weil ihr habt die Bilder gesehen und mittels dieser Bilder wird man dann einen digitalen Raum einrichten, wo man wirklich sich vorstellen kann, wie der Nietzsche da gelebt hat und oder nicht mehr gelebt hat, dann vor allem. Sophia Groschke findet das genial? Hat denn die damit zu tun? Sorry. Wir gehen jetzt sozusagen noch in die letzte Etage. Das Haus ist relativ hoch. Auch diese Etage ist eben nur den Gästen hier des Kollegen Friedrich Nietzsche zugänglich. Und ich muss gestehen, ich bin heute auch das erste Mal hier auf dieser zweiten und dritten Etage und lerne sozusagen durch unseren Kulturöffner selber immer noch was. Wir brauchen noch eine Taschenlampe, damit wir so aufhören, wie wir angefangen haben. Und wir öffnen sozusagen jetzt die letzte Tür. Oh, es gibt Fragen. Weshalb ist das Zimmer zu? Können Besucherinnen überall ins Haus? Genau, also Besucherinnen und Besucher können leider nicht ins gesamte Haus, sondern es gibt die untere Etage, wo es wirklich den musealen Betrieb gibt, wo ihr die Räume sehen könnt, die wir euch eben am Anfang gezeigt haben. Und hier oben sind es eben Wohnungen für Stipendiatinnen, Stipendiaten der Klassikstiftung und des Fellows Friedrich oder die Fellows des Kollegs. Und deswegen sind die oberen Räume hier nicht zugänglich. Genau. Und das Zimmer ist zu, weil es eben Umbaumaßnahmen in den 80er oder 70er Jahren gegeben hat, sodass man einfach die Räume ganz anders gestaltet hat und das Sterbezimmer von Nietzsche eben nicht damals in der DDR als ein Ort des Gedenkens unbedingt beibehalten hätte wollen. Wo sind die Möbel des Sterbezimmers? Es gibt teilweise noch Möbel, die sind auch noch da, die sind aber in einem sehr schlechten Zustand. Und die stehen im Depot, oder? Die stehen im Depot und Teile von diesen Möbeln werden eben jetzt digitalisiert, sodass sie dann in dieser digitalen Anwendung zu sehen sein werden. Und warum das umgebaut wurde? In der DDR war Nietzsche einfach auch nicht angesagt, deswegen war das hier nicht so eine Wallfahrtsstätte. Und genau, wir öffnen euch jetzt die letzte Tür. Ihr seht, es ist hier so ein bisschen gefährlich. Achtung, gesicherte Fluchttür, nur im Brandfall zu benutzen. Aber wir nehmen euch natürlich trotzdem mit. Und wir sind jetzt hier. Achso, von oben soll ich das Licht machen, damit wir nicht so... wir müssen hier so ein bisschen improvisieren, weil es sehr dunkel hier ist. Wir sind jetzt sozusagen auf dem Balkon des Nietzsche-Archivs und von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Den zeigt euch Kirsten jetzt. Ja, indem wir einfach das Licht ausmachen, kann man den sehen. So, hier ist Weimar. Also man guckt vom Nietzsche-Archiv wirklich über dieses ganze urbane Moloch Weimar. So war auch die Idee tatsächlich, als die Elisabeth Förster Nietzsche sich hier oben dieses Haus besorgt hat, dass man wirklich hier über der Stadt thronen konnte und dann auf die Stadt schauen konnte und die Leute hier oben hat empfangen können. Und man sieht hier oben auch nochmal das Design von Gefeldes. Ich glaube, das... Doch, das sieht man hier sehen auch. Sehen wir das? Hier? Na, ihr seht hier wirklich nochmal, wie sogar diese... wie sagt man dazu? Die Ornamente. Die Ornamente hier
Auf der Brüstung. Auf der Brüstung, danke. Es ist spät, ja. Deswegen fallen mir die Worte nicht mehr ein. Aber ein Gewinnspiel haben wir noch. Ihr habt vorhin die Cartoons gesehen. Es gibt also die Cartoons zu gewinnen als Postkartenset und noch ein paar Publikationen der Klassikstiftung. Und dafür müsst ihr nur eins machen. Zwar haben wir zwei Philosophen getroffen. Corinna ist auch Philosophin. Und unsere Frage an euch diesmal ist, mit welcher Frage sollte sich denn Philosophie eigentlich heute beschäftigen? Also welche Rolle soll Philosophie in der Gegenwart spielen? Und wir sind gespannt, was euch dazu einfällt, welche Fragen euch interessieren würde. Und vielleicht gibt das ja auch Anstoß, dem Kollegen Friedrich Nietzsche sich diesen Fragen zu widmen oder da Leute einzuladen, die dazu was sagen können. Also, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Das ist dieses Mal schon am ersten Donnerstag im Dezember, nämlich am 3. Dezember. Und da, Die Weihnachtsfolge. Wir sind beide große Weihnachtsfans und da schauen wir hinter die Kulissen, dürfen wir es schon sagen? Wir sagen es noch nicht. Wir sagen es noch nicht, aber es wird gut. Es wird gut, genau. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Macht's gut. Ciao.